Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Tales of Symphonia. Wir haben ja auf Screen mal ein bisschen was zum Knabbern geholt. Da hört man vielleicht noch so ein bisschen. Ich werde jetzt allerdings mit euch in diesem Part mal mich auf den Weg machen zum Balkhof-Mausoleum. Dort wollen wir den Windelementargeist Sylph für unsere Sache rekrutieren. Das haben wir bereits mit Undine gemacht. Wenn wir jetzt auch mit Sylph machen. Und wenn... Na, eigentlich die Frage des Wenns stellt sich nicht. Und wenn wir noch Zeit haben, wollte ich eigentlich mehr oder weniger sagen, aber ich denke, danach haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann versuchen wir uns noch Richtung Triad aufzumachen. Wird ein bisschen dauern, aber wir werden es hoffentlich in einer gewissen Zeit schaffen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur ins Gasthaus hier. Warum gehe ich jetzt hier eigentlich da durch? So, ich will nur kurz zum Gasthaus hier. Und sobald wir das geschafft haben, machen wir uns auf die Suche nach Clara. Weil Clara befindet sich hier irgendwo auf der Karte, auf der Overworld Map. Und soweit ich das noch weiß, an der Stelle nicht zitieren. Ich werde vielleicht sogar, wenn wir dazu in diesem Part nicht kommen, werde ich es vielleicht nochmal nachschlagen. Die ist in der Nähe von einem Küstendorf unterwegs. Wo, stimmt, man kann ja nicht abkürzen. Aber das kann man hier machen. in den kleinen Küstendörfchen unterwegs, in der Nähe davon, wo quasi wir mit dem Schiff rübergefahren sind nach Palma Costa. Genau. Wir haben so ein bisschen erfahren, sie war teilweise in Luin unterwegs, teilweise in anderen Gegenden, war auch teils in Chima unterwegs und ist jetzt so quasi über die ganze Weltgeschichte gereist. Allerdings war sie noch nicht in dem Dörfchen und das ist so quasi ihr nächstes Ziel, soweit ich das noch weiß. Und warum gehe ich jetzt... Ach, ich mache meinen eigenen Ablauf mache ich durcheinander, ne? So, und das werden wir nochmal ganz kurz hier uns mal anhören, dass die Designs ausschließlich Halbelfen sind. Die haben ja immerhin zur Hälfte Elfenblut, genauso wie Genis. Ja, das Huhn oder das Ei? Eine gute alte Frage, die sich letzt geklärt hat im Splatfest bei Splatoon 2. Ich weiß, es hat überhaupt keinen richtigen Bezug so auf die tatsächliche Frage, aber damals hat man sich für die Henne entschieden. Wobei die meisten immer noch so ein bisschen, also die meisten haben Ei gewählt, aber aufgrund der Kampfergebnisse und alles gab es dann doch eher die Henne-Entscheidung. Aber ja, das ist eine interessante Frage. Es wird auch eine interessante Frage innerhalb der Story sein, warum die Designs Menschen dermaßen schlecht behandeln. Und das werden wir auch alles erfahren. Ich hänge das ein bisschen mit ihrer Abstammung zusammen. Und ein bisschen auch damit zusammen, wie die behandelt wurden damals. Davon sollten wir mal ausgehen, ne? Es geht hier bei Tales of Symphonia, das ist das, warum ich die Story bei dem Spiel so sehr mag, geht es einfach um sehr, sehr viele tiefgreifende Themen, die sich die Menschheit mit der Zeit alles stellen muss und auch schon gestellt hat. Die Geschichte wiederholt sich ja bekannterweise. Und auch bei Tales of Symphonia wiederholt sich teils die Geschichte aus früheren Ereignissen. Und einige der großen Themen gehen halt um Sachen wie Rassenverfolgung, also Verurteilung anderer Rassen etc. Es geht um
die Thematik, würdest du zum Wohle des Gesamten eine einzelne Person opfern, wenn du es musst, wenn du es könntest, wenn du es müsstest? Dann geht es halt um auch andere Thematiken, wie was für Konsequenzen Entscheidungen haben und. Und das sind alles Themen, die so mit der Zeit, sagen wir mal, einfach auf unsere Helden zukommen. Und hier haben wir auch schon den zweiten Elementargeist, Sylph. Das ist jetzt total optional, was ich mache. Aber das machen wir jetzt an der Stelle gleich mit. Weil quasi diese Elementargeister mit der Zeit so oder so einen Pakt mit uns eingehen müssen. Und die sind auch jetzt schon herausforderbar und die sind auch stark bzw. schwach genug, dass wir sie jetzt besiegen können. Später werden sie natürlich noch umso leichter werden. Das Interessante bei Sylph, die besteht tatsächlich aus drei Teilen. Wir, die Sylph, haben schon einen Pakt mit Mythos. Ich bin Sheena. Ich frage, dass du deinen Pakt mit Mythos und einen neuen Pakt mit mir etablierst. Ah! So the next Pathmaker's finally here. Okay then, we'll test out your power! So, das Interessante ist, dieser Bosskampf besteht tatsächlich aus drei Bossen, mehr oder weniger, wenn man so will. Das ist sogar eines der schwierigeren, würde ich mal behaupten. Und quasi besteht es quasi aus drei Leuten, Firia, Yutis und Sephi, die zusammen alle die Sylph bilden. Die eine mehr auf Magie, die andere mehr auf Fernkampffähigkeiten und die andere ja komplett Zauber, so wie ich das weiß. Ich kann mich jetzt um die Fernkämpferin kümmern. Allerdings beschützen die sich alle gegenseitig sehr, sehr gut. Es ist ein schwieriger Bosskampf, den wir hoffentlich meistern werden. So, das Ding ist, die können sich auch alle teleportieren. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, weil ich es auch selber vergessen habe. Ja, die können teleportieren. Und das ist nochmal was, eine weitere Schicht an Fies, muss ich sagen. Was nochmal extra darauf hinzukommt. Ich will eigentlich versuchen, quasi die Aufmerksamkeit von Rain nicht auf auf Wiederbeleben zu setzen, sondern mehr auf den allgemeinen Angriff und die allgemeine Heilung. Ah. Fuck, da ist verkackt. Auf jeden Fall, wenn, sobald mal eine platt ist, wird es auch schon deutlich leichter. Das ist aber allerdings auch dann ein großes Problem hier an der Stelle. Dass viele Leute überleben bei so vielen Gegnern. Ist halt ein sehr anstrengender Bosskampf tatsächlich. Und jetzt wird es langsam echt anstrengend, weil wir jetzt schon ein wenig einen Toten nach dem anderen haben. Und es hat zwar Rain geschafft, einen Teil wieder zu beleben. Allerdings sind meine Kollegen alle noch ein bisschen blöd. Sobald wir die erste platt gemacht haben, das werdet ihr auch merken, wird es auch deutlich einfacher. Okay, jetzt muss ich allerdings wieder beleben, das ist nicht gut. So, jetzt wird es allerdings echt schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall eine Ablenkung. So, jetzt haben wir die erste platt gemacht. Jetzt wird es ein bisschen leichter, werdet ihr auch merken. Aber es wird immer noch nicht leicht.
Jetzt wird es auch ein bisschen leichter, wie gesagt. Weil einfach so ein paar Themen wechseln, wie die Bogenschützen. Die Bogenschützen ist einfach extremst gefährlich. Sobald wir die Magierin weg haben, ist auch die Schwertnutzerin auch überhaupt kein Problem mehr. Jetzt muss ich gerade noch mal bei ihr checken, bevor ich was Falsches mache. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen aushalten kann. So, damit haben wir die erste, zweite ausgelöscht. Wir müssen auf jeden Fall unsere Vorräte jetzt bald anpassen. Wie gesagt, das ist die Schwierigkeit eigentlich bei dem Sylph. Das sind zu dritt, haben alle drei verschiedene Arten anzugreifen und sie können noch teleportieren. Das ist sehr, sehr schwer. Dagegen wird Ifrit einerseits wieder etwas zu leicht. I'm impressed, you. Yes, you shall have what you seek. Now make your vow. Right now, at this very moment, there are people who are suffering. I vow to save those people. Understood. But please keep to your vow. We do not wish to be betrayed again. So. Und damit können wir jetzt auch die Sylph beschwören. Das Interessante dabei ist tatsächlich, dass die, wenn wir Sylph beschwören, dass alle drei erscheinen und dann jeweils ihre stärksten Angriffe einsetzen. So, und jetzt haben wir einen Opal bekommen, mit dem wir Windeigenschaft auf unsere Waffe bekommen können. Eine Fähigkeit für Sheena, wodurch sie Windeigenschaft auf eine Waffe von einem Kollegen machen kann. Und natürlich Summon Wind. So. Sind von der Stärke her sind sie eigentlich ziemlich gut. Summon Corinne werden wir immer mal wieder benutzen. Ich denke, das wird tatsächlich jetzt erst einmal. Nee, halt, unser nächster ist ja Wasser. Unser nächster ist ja Dings. Feuerelementar. Also sollten wir das Wasser möglichst behalten. Gut. Doch, ich glaube, im nächsten Kampf werden wir ein paar Charaktere mitnehmen, die halt schon von vornherein eine Waffe haben, die Wassereigenschaft hat. Bringt uns einfach nur einen extra Vorteil gegenüber Ifrit. Unser dritter Elementargeist, den wir hier rekrutieren können. Jetzt müssen wir allerdings erstmal wieder hier raus, hier aus der Gegend. Die hier sind zum Glück auch nicht mehr so eine große Herausforderung für uns. Noch Lloyd und seine Vergiftung heilen, sonst wird das nicht lange gut ausgehen. Ihr habt schon gemerkt, sie hat schon zwischendurch Resurrection eingesetzt und das ist unsere liebe Rain, was uns zwischendurch schon durchaus den Arsch rettet. Einfach weil Wasser des Lebens kostet, wie Sau. Und wir auch nicht so viel Gold haben, um uns ständig vollkommen auszustatten mit Wasser des Lebens. Sollten wir jetzt aber an der Stelle auch machen. Ich glaube, es gibt hier einen Händler, aber ich bin nicht sicher. Ich gehe einfach mal nach Asgard. Und ja. So. Und die Leute loben unsere Sheena, die jetzt schon ihren zweiten Pakt hinter sich gebracht hat. Ja, ich denke schon. Der war früher, letztes Mal war. Ja, genau, du darfst Mäuschen. Ja, der hat schon Langeweile. Wobei Jean ist natürlich hinter dem Prozess total interessiert ist an dem Prozess, weil er als Magier wenigstens ein bisschen Bezugpunkt hat, wie das ist, so mit dem Mana umzuwandeln in Angriffe. Wobei, wenn es bei den Metallgeistern ein bisschen anders funktioniert, ist ja mehr oder weniger eine Beschwörung und die führen dann einen Angriff aus und dann hat sich es schon mehr oder weniger. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt unser zweiter Inventargeist gewesen. Jetzt haben wir sowohl Sylph als auch Undine
wir unsere Zwecke. Jetzt geht's Richtung Triad. Das wird jetzt ein langer Umweg an der Stelle. Ja, eigentlich hatte ich überlegt, ob ich sogar an der Stelle einen Schnitt mache, aber drauf geschissen. Wir reisen einfach mal direkt. Und ja. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, Genius. Oh. Ich finde es aber irgendwie süß, wie sie immer wieder versuchen, so ein bisschen, dass Colette auch immer wieder in den Gesprächen trotzdem dabei ist, auch wenn sie sich nicht selbstständig verständigen kann, sondern nur über ihre Freunde. Aber das ist trotzdem schön. So, jetzt überlege ich nur gerade. Also wenn wir nach Triad wollen, müssen wir natürlich über die Küste. Es kann sein, dass wir dabei Clara begegnen, zwangsläufig. Sollten auch gucken, dass wir uns mal zwischendrin ausruhen. Und jetzt hat mich schon jemand versteinert, wie es aussieht, ja. Das hässliche Viech hier. Das hat aber in Rain natürlich wieder keine Möglichkeit, China zu heilen. Weil die Magiepunkte schon wieder alle sind. Das ist ein bisschen das Problem bei den Heilern, zumindest jetzt am Anfang, und Magienutzern überhaupt. Im Moment ist es schwierig, denen zu sagen, die sollen Magiepunkte aufsparen, weil man ja ständig irgendwie Heilung braucht, ständig irgendwelche Buffs braucht, etc. etc. Und das ist so ein bisschen das große Thema. Das übrigens da vorne ist auch sowas, das uns jetzt betrifft. Ich glaube, man kann die sogar rekrutieren. Also Luna, denn weiß. Ach komm. Scheiß Viecher, ey. Das ist das Problem. Man kann die Dinger leider nur betreten, wenn man sich hier von Nourish runterbegibt. Jetzt können wir. Also was interessant ist natürlich, wir müssen an der Stelle von denen nochmal kurz erfahren. Die haben uns ja schon erzählt, wie man Asuka finden kann. Das können wir nochmal von ihnen erfahren. So, Standort des Linkerbaums. Ah, nee, das können wir viel später erst machen. Der Linkerbaum ist nicht in Silverrand. Ja. Das war das. Genau, ja. Das können wir im Moment noch nicht machen. Ich glaube, das ist sogar eines der Elementargeister, die wir erst viel, viel später in der Story machen können. Aber es gibt halt jetzt schon Hinweise. Das Einzige, wonach es hängt, ist eigentlich nur, dass der Linkerbaum nicht mehr in Silverrand wächst. Und wir auf eine andere Art und Weise Zugriff kriegen müssen. Auf die Linkernuss. So, und das muss ich ja auch mal aktivieren, sonst muss ich hier jedes Mal damit rechnen, dass da irgendwas. So, jetzt haben wir es aktiviert. Ja, das ist so ein Thema, das wir auch noch haben werden. Aber das dauert. Das wird etwas mehr Zeit beanspruchen, bis wir mal mit dem Elementargeist Luna in Kontakt treten. Sozusagen war die erste Begegnung mit Luna nur mal eine Andeutung drauf. Da ist irgendwas los mit den Elementargeistern. Elementargeister sind ein Thema. Und jetzt quasi durch das Einhorn, durch diese Queststrang mit den Heilungskräften, die wir brauchen für Pietro. So kommt alles mal ein bisschen zustande, sozusagen, dass wir das dann machen müssen. Ich greife natürlich mit den anderen Elementargeistern, also mit Sylph und mit Ifrit, greife ich schon etwas vor, weil das Thema ist Ifrit und Sylph. Man wird erst später aufgefordert, die zu rekrutieren. Also eigentlich in der Story. Quasi. Ja, aus Storygründen, sage ich einfach mal grob gesagt. Und dann kommt man erst so auf die Idee, nach und nach alle Elementargeister zu rekrutieren.
Undine ist jetzt mehr oder weniger durch diesen durch diese Aufforderung, dass wir noch Heilkräfte brauchen, um Person X und Y zu helfen, quasi an der Stelle in den Fokus. Man kann auch sozusagen nur gar nicht Undine machen. Allerdings, ja, und das ist so ein bisschen das Thema, so wenn ich das noch richtig weiß, ich glaube, der Sidequest, also die Nebenstory mit Pietro und Clara, endet dann, wenn wir schon einen gewissen Teil der Story erreicht haben. Und das quasi dann komplett nicht mehr verfügbar ist für uns. Genau, und deshalb müssen wir das jetzt machen, weil sonst ist das komplett für immer verloren. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo Clara ist. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Deshalb würde ich jetzt mal Ifrit vorschieben. Und ich werde einfach mal offscreen mal recherchieren, wann Clara auffindbar ist. Weil ich war eigentlich in der Ansicht, dass Clara hier entweder in den Wäldern oder irgendwo, dass man eine Cutscene triggern kann oder irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht mehr, wodurch man sie finden kann sozusagen. Ah, die Viecher haben wir noch nicht entdeckt, das könnte ich mal kurz an der Stelle machen. Oh, ich muss einkaufen, ganz vergessen. Aber das machen wir, glaube ich, im Triad. Ich glaube, man konnte Clara hier irgendwo finden. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Muss ich auch ehrlich sagen, es ist sehr lange her. Ich habe das auch bisher nur einmal gemacht, den Queststrang. Weil der auch relativ leicht zu ignorieren ist, das ist das Problem. Quasi könnte man den Queststrang mit Clara und mit Pietro komplett an der Stelle ignorieren. Man hat Resurrection, man hat die Fähigkeit jetzt. Und die Fähigkeit wird wichtig für die Story, weil man diesen... Also man, um ein bisschen vorzugreifen, die Elementargeister und die Pakte und ja, dass man die später beschwören kann, ist alles eine Sache, die muss man in der Story erfüllen. Und im Endeffekt werden wir irgendwann die ganzen Elementargeister sowieso beschwören müssen, irgendwann verfügbar sein. Und ja, allerdings kann man, wenn man das zu spät macht, halt einige Quests auch übersehen, wie halt Thema Clara und Pietro. So, jetzt wieder um einiges stärker als früher. Deshalb sind die Viecher ja auch schon überhaupt keine Herausforderung mehr für uns. Ist auch ein bisschen das Ding, was halt so bei den Tales of Spielen ist, die alten Gebiete, da sind die Viecher immer noch genauso schwach wie früher. Man macht sich nicht die Arbeit, da großartig die Gegner zu verstärken. Weil es dann einfach gegen den gibt, die dann einfach interessanter auch sind zum Erkunden, als wenn man jetzt hier einfach nur sagt, okay, ich setze jetzt dieses Viech, was hier ursprünglich Level 4 war oder sowas, setzen wir jetzt auf Level 34 und damit haben wir neue Viecher sozusagen. Das ist natürlich Quatsch, machen die an der Stelle nicht. Das Einzige, was die quasi machen, ist das mit den Designs. Ihr seht ja immer wieder, dass die Design-Gegnertypen, dass die immer wieder auftauchen, der Einpeitscher, der Magier und so weiter. Dass die immer wieder auftauchen und die dann auch stärker sind als ihre vorherigen Versionen. Aber keine neuen Monstereinträge sind. Also man kann jetzt, man kann die Leute natürlich dann entsprechend scannen, dann wird man allerdings den gleichen Monstereintrag finden wie bei den anderen auch. Völlig uninteressant, sich da die Arbeit zu machen an der Stelle. So, und jetzt geht's erstmal nach Triad, wie schon gesagt. Zur Ruine von Triad und dann werden wir anschließend, also ich werde offscreen mal mich ein bisschen schlau machen und dann würde ich anschließend mich auf den Weg zu Clara begeben und sie von ihrem Fluch, von ihrer Verwandlung befreien, was jetzt tatsächlich mit Rains magischen Kräften jetzt möglich ist. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal das, was wir einfach mal zwischendurch mal machen sollten, Vorrat wieder ein bisschen aufstocken. So, Thema sind vor allen Dingen magische Augen und die Wasser des Lebens. Ohne kommen wir jetzt nicht mehr zurecht. Ich glaube, also erinnert ihr euch an den Schwerttänzer, das ist schon eine Weile her. Aber der Schwerttänzer ist auch so ein Nebenboss, den man leicht übersehen kann. Beim ersten Mal taucht er, glaube ich, nur auf, wenn man ihn in der Höhle besiegt. Dann taucht er auf, wenn man, glaube ich,
auf der Overworld-Map. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber das werden wir rausfinden hoffentlich. Und dann einmal nochmal in irgendeinem Wald oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, es gibt 3 Kämpfe, die man mit dem Schwerttänzer machen kann. So, aber jetzt erstmal Ifrit. Unser 3. Elementargeist. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo ich hoch muss. Ah, hier glaube ich, passt das schon. Nein? Nein. Ich muss oben entlang. Richtig. So. Und dann werden wir jetzt mit unserem 3. Elementargeist einen Pakt abschließen. So. Das Interessante ist, ja, Sheena, die kommt ja schon mit einer Wasserkarte. Die ist für uns sehr wertvoll. Genius macht einfach Wassermagie. Ich glaube, bei Lloyd, der hat, glaube ich, keine Möglichkeit hier. Also kriegt er einfach mal das Aquamarine in die Hand gedrückt. Dann, Rain ist völlig wurscht. Sakra-Ring, was war das nochmal? Ah, stellt regelmäßig HP wieder her. Das war ja das Thema. Und bei Kratos haben wir natürlich das Dolch der Hydra. Das heißt, wir werden jetzt vom Fokus her, muss man gerade überlegen, bevor ich was Falsches sage. Genau, mein Fokus wäre eigentlich eher, die Leute mitzunehmen, die eine Wasserwaffe haben und natürlich eine Heilerin. Und dann kann es da abgehen. Genau, so war das. So. Und damit wären wir eigentlich bereit für Ifrit. Und machen mal den Bosskampf auch noch fertig. So, und dann wie gesagt, beim nächsten Part geht's dann Richtung Clara. Okay, I'll give it a shot. Und Beschwörungsgeist, Elementargeist Nummer 3. Ich glaube, Ifrit war gar nicht mal so schwer. Er hat viele flächendeckende Flammenangriffe. Vom Schaden her allerdings noch ertragbar. Auch, glaube ich, hat er nicht so viel HP gehabt. Er hat, glaube ich, einen guten Damage-Output gehabt, aber mehr war da eigentlich nicht. You possess the right of the pact. I am one who was bound to Mythos. I am Sheena. I seek a pact. Da hat eine coole Stimme, ist mir damals auch schon aufgefallen. Da hat eine coole Stimme. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. I shall test whether you are worthy of forming a pact. Ja, relativ profan. So, und dann halt, zum Glück haben wir jetzt alles wieder aufgestockt soweit. Weil ich glaube, die Waffen, die sind tatsächlich nicht mal so nötig. Ich glaube, der hat auch keine Wasserschwäche, profanerweise. Das ist aber auch kein Problem für uns. Für sowas kann man ja sich jederzeit hier umvorbereiten. So. Damit haben die Kollegen schon wieder neue Waffen. Aber trotzdem, die Gruppenzusammenstellung ist so an der Stelle sehr gut. Oh, das ist scheiße. Der Angriff. Der Angriff ist extrem stark. Explosion. Ich glaube auch einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Flammenzauber. Und ich glaube, ja, das war das Thema bei ihm. Dass er schwierig war bei ihm. Raging Mist, ja. Er macht einfach diesen wunderschönen Zauber hier auf dem Boden. Ja, ich bin einerseits froh, dass mein Immunisierungsangriff gerade nicht funktioniert hat. Und ja, er beschwört seine Zauber immer schneller, dadurch, dass er im Overlimit ist. So. Ich muss jedes Mal nachgucken, ich entschuldige mich. Vielmals dafür. So, macht natürlich Sinn an der Stelle, um Dini zu beschwören, wobei es eigentlich ziemlich egal wäre, aber der Schaden ist halt einfach sehr gut. So, das war schon in Ifrit. Also sobald man mal ein, zwei Beschwörungsgeister schon gemacht hat,
man auch ein bisschen dadurch gelevelt hat und alles, ist der Kampf gegen Ifrit nicht mehr ganz so schwer. Speak your vow. Right now, at this very moment, there are people who are suffering. I vow to save those people. I ask thou to grant me thy power. I bestow upon you my raging inferno. So, und damit haben wir schon den dritten Elementargeist auf unsere Seite gezogen. That was so cool, Sheena. Man, I wish I could conjure summon spirits too. And say cool things like burn to oblivion. Knowing Lloyd, he's more likely to end up setting one of us on fire. And what's that supposed to mean? Auf jeden Fall haben wir jetzt das Juwel bekommen, Granat. Damit kriegen wir Feuereigenschaft, genauso wie die zugehörigen Skills, wie immer. So. Und das war Ifrit, meine lieben Leute. Jetzt haben wir drei Elementargeister bereits auf unserer Seite gezogen. Und ja, bisschen Auswahl. Ne? Jetzt haben wir schon vier Beschwörungen, unter anderem Corrin, einmal Feuer, also Ifrit, Undine und Sylph. Sehr schön. Für uns natürlich super, dass wir uns soweit schon mal gut vorbereitet haben. Wir werden im nächsten Part... Ich muss allerdings sagen, ich kann es nicht garantieren, ob wir dann den Clara-Part schon machen können. Aber ich werde dann mich mal schlau machen, ab wann man das machen kann. Und wenn man das schon machen kann, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ansonsten geht's beim nächsten Mal so langsam aber sicher Richtung Hima. Wir werden Pietro helfen, auf jeden Fall mit seiner Krankheit. Und ja, so langsam aber sicher Richtung Turm des Heils aufbrechen. Und da wird's halt auch sehr interessant. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.